Wer schon mal in Norwegen war, der weiß, dass es hier alles andere als immer einfach ist. Gerade durch den Wind und so weiter wird es einem oft noch zusätzlich erschwert. Wie man aber trotzdem viel fängt und was meiner Meinung nach sogar noch viel mehr Spaß macht, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Maxi und ihr guckt Angeln Maximal. Und zwar soll es in diesem Video darum gehen, wie man in Norwegen leicht angelt und so auch ja, mehr Spaß hat beim Angeln und mehr Fische fängt. Die Fische, die wir jetzt hier hauptsächlich fangen, sind Tangdorsche, das heißt nicht diese ja, fetten Dorsche, die draußen irgendwo rumschwimmen, nicht dieser Kabeljau, der halt groß und in Schwärmen ist, sondern das sind so vereinzelte Dorsche, die halt im Kraut stehen, die nicht in Schwärmen zusammen rumziehen. Die sind eigentlich auch noch viel geiler, weil sie mega geil aussehen und weil sie sich viel von Krebsen ernähren und deswegen richtig gutes Fleisch haben. Ansonsten fangen wir mit der Methode noch viele Pollacks und kleinere Seelachse, das heißt so ja bis 70, 80 cm maximal. Als erstes geht es dann mal darum, wie findet man die Stellen, wo diese Fische sind. Dafür könnt ihr natürlich die Seekarte nutzen, die man eigentlich in Norwegen immer hat. Da gibt es auch eine Karte fürs Handy, die heißt Norgeskart, glaube ich. Norgeskart. Das ist eine App, die könnt ihr euch runterladen. Dann habt ihr auch eine Tiefenkarte auf dem Handy, die ist kostenlos. Ansonsten, wie gesagt, gibt es normalerweise im Plotter ja immer eine oder der Vermieter von der Anlage hat irgendwo eine. Da sucht ihr euch dann Stellen. Bei uns war es jetzt zwischen ja so 8 und 12 Metern am besten. Ansonsten kann man auch noch ein bisschen tiefer, ich sag mal bis 20 Meter angeln und hoch bis auf 5 Meter. Dann eben an irgendwelchen steil abfallenden Kanten. Das heißt, ihr geht entweder an steile Felswände, die sind echt meistens richtig gut, denn da ja, stehen die Pollacks, Dorsche und so weiter so an der Wand dran, gucken nach außen und fressen halt die Fische, die außen vorbeikommen. Ansonsten ist auch noch richtig gut, wenn ihr irgendwo Berge findet, die halt ringsrum tief sind und dann oben ein bisschen flacher. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass da vor allem Tang ist. Dafür ja, fährt man dann eben am besten bei Ebbe los, damit man sieht, wenn das Wasser weg ist, okay, da sind viele Wasserpflanzen. An den Stellen sind wahrscheinlich auch die Fische. Denn da drin verstecken die sich nun mal. Es kommt noch diese scheiß Sonne hier und ich sehe nichts mehr. Hau ab! Ah. Dann geht es als nächstes darum, wie man auf die Fische angelt. Im Prinzip kann man sagen, ist es eigentlich wie schweres Sunner-Angeln. Nicht nur vom Gerät, sondern auch von der Methode. Denn ihr jiggt entweder am Grund oder im Mittelwasser. Ja, habt halt immer eine schön lange Absinkphase mit verschiedenen großen Köpfen. Muss man immer mal ausprobieren, was besser läuft. Wir haben jetzt am meisten mit 40 Gramm, glaube ich, gefangen. Ja, wie gesagt, ist dann halt eine Sache vom Wind und von der Tiefe und so weiter, wie viel Gewicht ihr dann braucht. Aber im Normalfall ist es so irgendwas zwischen 30 und 60, 70, im ganz extremen Fall 80 Gramm. Dann nehmt einfach ein Gummi am Jigkopf. Wir haben jetzt hier mit dem Dude von Zack in dem Lime Kiwi richtig gut gefangen. Ist einfach eine geile Farbe, weil es halt total knallig ist und unter Wasser auffällt. Gerade Pollack und Dorsche stehen halt auf so knallige Farben. Natürlich funktionieren dann auch so Sachen wie Möhrchen oder sowas gut. Irgendwelche Schocker. Was auch richtig gut funktioniert hat, ist Motoröl. Das ist jetzt hier der 5-Inch Dude in Motoröl. Das ist der 6-Inch. Ich war nicht so richtig darauf vorbereitet, um ehrlich zu sein, dass wir hier so angeln. Deswegen, ja, habe ich halt gar nicht so viele von diesen Dingern dabei. Dann hat auch noch richtig gut funktioniert diese Naturfarbe. Blau-Weiß, normale Standard-Meeresfarbe. Hier mit einem speziellen Jigkopf. Ist einfach so ein Darting-Jighead, der noch ein bisschen schneller absinkt und unter Wasser eine etwas andere Aktion hat. Ist außerdem auch fürs Meer gemacht, hat deswegen einen extrem stabilen Haken dran. Das ist natürlich ganz wichtig, immer wenn man im Meer angelt, dass man stabile Haken benutzt. Dann haben wir noch gut gefangen mit den Dingern hier, mit den Spin-Jigs. Einfach ein bisschen schwerer. Der hat 35 Gramm. Fire Tiger, eigentlich immer eine Waffe gewesen, schon die letzten Jahre in Norwegen. Und hier unten ist dann nochmal ein fetterer Haken dran, denn der Standardhaken ist natürlich ein bisschen zu klein. Ansonsten hat auch noch gut sowas funktioniert. Sieht aus wie ein Pilker, aber es ist ein Jig, der normalerweise geworfen wird, dann einfach eingekurbelt, läuft dann ein bisschen flacher. Wenn ihr schnell kurbelt, kommt ihr halt auch schnell hoch. Ja, fängt aber alles, Pollacks, Köhler, Dorsche, Makrelen ohne Ende, also lauter so ein Zeug. Metall funktioniert auch gut. Und was auch noch richtig cool ist, wenn man sowas in Richtung der Felsen wirft oder in Richtung von einem Berg, denn normalerweise läuft der ein bisschen zu tief. Der läuft jetzt hier 9 Meter. Damit würde man schon, ja, ganz schön knapp, wenn du an den Fels ranwirfst, ganz schön knapp an die Pflanzen rankommen. Aber da der natürlich so schräg runtertaucht und der Berg unter Wasser bzw. die Kante auch so schräg runter geht, kann man den genau da einmal oben rüberziehen und dann eben wieder hoch zum Boot, wenn die Kante sowieso vorbei ist. Also die auch ganz gut gefangen und eben Gummifische. 5 Inch, 6 Inch, ja, und knallige Farben. Genauso wie man Zandergummis im Prinzip ja als Köder nimmt, kann man auch seine Zanderruten nehmen. Ich habe jetzt hier eine Hechtrute, die ProPike in 2,40 Meter und 80 Gramm. Hat richtig gut funktioniert, war wirklich eigentlich wie dafür gemacht. Ich hatte auch eine Jigsaw dabei, das heißt die etwas leichtere Jigroute von Zack. Und zwar hat die 50 Gramm Wurfgewicht bei 2,70 Meter Länge und 40 Gramm bei 2,40 Meter. Aber damit war ich hier ein bisschen zu leicht unterwegs, denn das Problem war, dass man die Fische auch immer von diesem Tang unten weghalten muss, in dem die drinstehen. Wenn man da eine zu leichte Route
Minute hat, dann ziehen die da halt einfach voll rein, nehmen auch richtig Schnur, also die Drills sind auch echt geil. Deswegen, wie gesagt, habe ich hier eine etwas kräftige Rute genommen. 80 Gramm Wurfgewicht hat genau gepasst und klar, man kann auch noch etwas schwere Ruten nehmen, bis 100 Gramm, je nachdem, wie man angelt, was für Köder und was für Gewichte man vor allem braucht, aufgrund von Strömung und Wind. Als Rolle habe ich jetzt hier zugegebenermaßen eine etwas zu große dran, und zwar eine 5000er. Eigentlich passt hier an die Rute wesentlich besser eine 4000er. Hatte gerade keine andere, die ich dafür nehmen konnte, deswegen ging es auch mit der 5000er. Ich sag mal so, zwischen 3 und 5000 passt eigentlich alles. 4000 ist optimal. Also, wenn mich jemand wirklich nach der perfekten Kombo fragen würde, würde ich sagen 4000er Rolle, 80 Gramm Wurfgewicht, dann ist man voll gut dabei und hat noch Spaß beim Drillen, kann aber auch, wie gesagt, die Fische ein bisschen vom Kraut fernhalten und hat halt auch noch genug Power, um größere Köder bzw. schwerere Köpfe zu werfen. Zusammenfassend kann man also sagen, es ist eigentlich wie schweres Zanderangeln. Ihr nehmt 5 bis 6 Inch große Köder. Ihr nehmt Köpfe, ja, die sind natürlich schwerer, zwischen, sag ich mal, 30 und 80 Gramm. Eine Rute 2,40 Meter, 2,70 Meter in dem Dreh und dann so zwischen 50 und 100 Gramm Wurfgewicht, maximal vielleicht 120. Wie gesagt, ein bisschen Spaß soll es ja auch noch machen. Köderführung ist auch wie Zanderangeln. Entweder ihr jiggt eben unten am Grund, habt dann natürlich mehr Hängergefahr, oder ihr jiggt ein bisschen drüber oder auch im Mittelwasser. Manchmal sieht man es auch auf dem Echolot, wo die Fische stehen. Und dann habt ihr richtig geile Einschläge und richtig geile Drills im flachen Wasser. Für mich auch ganz wichtig, im Flachen zu angeln. Ich setze eben auch viel zurück, und wenn man irgend so ein Fieder aus 100 Metern hochpolkt, dann kommen ihm schon die Eingeweide aus dem Maul raus und die Augen aus dem Kopf. Das ist nicht schön. Den kann man natürlich nicht mehr zurücksetzen. So viel erstmal zur Theorie. Jetzt, ja, ist ein bisschen windig. Ich hoffe, man kann da draußen filmen. Die letzten Tage hatten wir auch schon mehrere Tage Windausfall. Da kann man das Ganze aber auch gut vom Ufer machen. Also es ist keine Methode, die nur vom Boot funktioniert. Man kann es auf jeden Fall auch gut vom Ufer machen. Allerdings ist da noch wichtiger, dass ihr nicht zu weit unten am Grund angelt, weil ihr sonst nur Hänger habt. Das heißt, einmal absinken lassen zum Grund, dann ein Stück hochkurbeln und dann immer nur diese Hüpfer machen, wie beim Jiggen eben ganz normal. Kurbeln, absinken. Ihr wisst ja, wie es geht. So, wir waren jetzt draußen, aber haben ganz schnell wieder abgebrochen, weil es war wirklich viel zu windig und die Wellen waren zu krass. Wir konnten keinen einzigen Wurf machen. Das ging nicht. Eigentlich hätte ich euch natürlich gerne gezeigt, wie es die ersten Tage war, als das Wetter noch halbwegs mitgespielt hat. Wir hatten wirklich diesmal richtig viele Ausfälle wegen Wind, aber so ist es nun mal hier im Norden, kann man nichts machen. Jetzt will ich nur als Abschluss hier an diesem Strauben, wir sind nochmal extra hergefahren, um ein paar Fische zu fangen, aber das ist gerade Ebbe und keine Flut. Bei Flut ist hier ein bisschen mehr los, bei Ebbe fließt das Wasser hier nur so leicht durch. Aber trotzdem noch ein guter Tipp, wenn wir gerade schon mal hier sind. Ein Strauben ist immer eine richtig geile Stelle, wenn man gerade vom Ufer angeln muss, weil es zu windig ist, oder aber auch, wenn man mit dem Boot dahin fahren kann. Strauben sind einfach quasi Verengungen, wo es dahinter quasi wie ein See sich bildet aus dem Meer, oder wo einfach, ja, halt die einzige Stelle ist, wo es durch kann, das Wasser. Und bei Ebbe und Flut, beziehungsweise durch die Gezeiten, fließt das Wasser dann immer durch diese Enge durch und erzeugt eine krasse Strömung. Das sind richtig geile Spots. Im Moment, wie gesagt, leider bei Ebbe nicht so viel Wasser hier drin, deswegen auch keine richtig großen Fische. Es ist so klar, dass man alles sieht und dass ich jeden Fisch hier drin sehe. Also ich kann eigentlich mit Sicherheit sagen, dass ich jetzt gleich einen kleinen Seelachs fangen werde. So groß. Die habe ich nämlich hier schon zuhauf gesehen. Die Viecher lieber nicht fangen. Das sind nicht gerade die nettesten Kollegen hier in Norwegen. Scheiß Feuerquallen. Aber schön sehen sie aus. Also sehen kann ich das schon mal in großen Stückzahlen. Sie sind extrem klein, aber dafür sind es sehr viele. Alter, sind es viele. Los, schnappt ihn euch. Tada! Genau wegen denen sind wir hierher gefahren nach Norwegen. 2000 Kilometer, um solche Fische zu fangen. Denn das ist wirklich jedermanns Traum. Pollacks in dieser Größe. Unfassbar geil. Nicht. Aber wie gesagt, wir haben gedacht, bei dem krassen Wind kann man hier noch ein bisschen vom Ufer angeln. Auf jeden Fall hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wie man leicht in Norwegen angelt. Es ist an sich nichts besonders Schweres. Ist ja auch leichtes Angeln. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß und mir, wie gesagt, auch noch viel mehr Spaß, als bei 100 Meter da irgendwo rumzupilken oder was der Kuckuck, was man hier sonst noch macht, schleppen am Grund mit einer fetten Montage, mit einem 800 Gramm Schlepplei oder so. Leichtes Zanderangeln im Fjord ist auf jeden Fall eine coole Sache, gerade wenn eigentlich viel Wind ist. Heute war aber zu viel Wind, um überhaupt zu angeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr Norwegen-Videos sehen wollt, denn da ist schon sowas in Planung, dass ich vielleicht nochmal mit einem anderen Kollegen herfahre. Und ja, sonst schreibt mir wieder in die Kommentare, was ihr überhaupt sehen wollt. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren und auf Instagram folgen. Das war's. Das war Angeln Maximal. Wir sehen uns. Bis dann.